Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir ein paar Yoga-Übungen machen. Und zwar Asanas, das heisst Körperübungen, die du in deinem Alltag machen kannst. Sei es im Büro, sei es wenn du auf den Bus wartest oder einfach mal zwischendurch, um wieder ein bisschen mehr Lockerung und ein besseres Körpergefühl zu haben. Für das fangen wir recht einfach an. Schau, dass du eine Sitzhaltung hast. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule lang ist. Wie du genau sitzt, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Von da tust du deinen Nacken, damit hast du den Nacken ein bisschen dehnen und nimmst dein linke Ohr Richtung linke Schulter und tust deine rechte Schulter gegen abziehen. Und bleibst da ein paar Momente. Du hast einen tiefen Atemzug nehmen. Kommst du ganz sanft mit dem Kopf wieder zurück in die Mitte. Du ausatmen und gehst langsam auf die andere Seite. Das heisst, mit dem rechten Ohr zu der rechten Schulter. Du hast die linke Schulter noch mal ganz fest gegen oben ziehen, dass du so richtig schön in eine Dehnung hineinkommst vom Nacken. Du da noch mal tief einatmen. Und ausatmen. Und komm dann langsam wieder zurück in die Mitte. Mach einen Halbkreis und zwar kannst du gegen vorne kreisen und auf die Seite. Und dann einen Halbkreis wieder gegen vorne auf die andere Seite machen. Ganz langsam. Wir wollen ganz fein sein mit unserem Nacken, aber wir wollen ihn bewegen, weil so viel Spannung in unserem Nackenbereich sitzt. Nochmal die Seite wechseln. Dann machen wir es noch einmal. Und dann kommst du wieder langsam mit deinem Kopf in die Mitte. Schau jetzt über deine rechte Schulter gegen hinten und versuch so best wie möglich gegen hinten zu schauen. Komm zurück in die Mitte. Schau über die linke Schulter, schau gegen hinten, ohne die Schulter gross zu bewegen. Und komm wieder zurück. Und von da bringen wir jetzt ein bisschen Bewegung in die ganze Schulter hinein. Durch die Schulter auf und abziehen, Richtung kreisen, bewegen, vielleicht ein bisschen ausschütteln. Das tut immer gut und bringt gute Laune. Und von da nehmen wir unsere Hände, nehmen unsere Fingerspitzen auf zu den Schultern und fangen an, unsere Ellbogen kreisen. Und zwar gegen vorne und hinten kreisen. Die Finger bleiben oben bei den Schultern und du versuchst, die Ellbogen je länger, je mehr, wenn sie gegen vorne kommen, fast zusammennehmen, dass sie sich berühren. Und wenn sie gegen hinten kommen, probierst du sie auch fast zusammennehmen, obwohl sie werden nicht zusammenkommen. Aber wirklich riesige, grosse Kreise machen. So gegen vorne, rauf und gegen hinten. Und jetzt probieren wir dann gerade mal, das nächste Mal, wenn die Ellbogen vorne sind, ob sie sogar zusammenkommen. Probieren sie zusammenziehen, zusammendrücken fest. Und dann nochmal einen grossen Kreis machen. Und von da darfst du die Schultern wieder lösen, nochmal ein bisschen ausschütteln. Und was die Wirbelsäule auch ganz lässig findet, ist, wenn wir sie twisten, das heisst, wenn wir in eine Rotation hineinkommen. Für das nimmst du deine linke Hand, setzt sie aufs rechte Knie. Deine rechte Hand kannst du in unteren Rücken platzieren, dass du dort Stabilität hast. Und von da durch einatmen, wirst lang mit der Wirbelsäule und ausatmen, rotierst gegen hinten. Du kannst über deine hintere Schulter schauen. Der Bauchnabel zieht leicht zu der Wirbelsäule. Und von da wieder langsam lösen, Seite wechseln. Das heisst, wir nehmen die rechte Hand zum linken Knie, linke Hand hinten dran zum unteren Rücken, stabilisieren, atmen ein. Und mit der Ausatmung drehen wir uns wieder, schauen, dass deine Sitzbeinhöcker schön geerdet bleiben und dass du dann auch wieder da versuchst, die linke Schulter gegen hinten zu ziehen. Der Bauchnabel ist aktiv, ziehen zu der Wirbelsäule und dann langsam kommen wir wieder zurück in die Mitte. Was der Wirbelsäule auch gut tut, ist, wenn wir sie seitlich dehnen, seitlich stretchen. Für das kannst du mit der rechten Hand zu der Aussenseite von deinem linken Bein gehen und vielleicht hier ein bisschen heben. Vielleicht kann man sich auch an der Kleidung heben. Vielleicht kann man sich auch vorne beim Knie heben. Einfach dort, wo du einen guten Griff hast. Und dann nimm deine linke Hand hoch und ziehe auf die Seite rüber. Schau dabei, dass du nicht zu fest gegen vorne kommst, sondern versuch richtig, da die Seite zu öffnen und das Brustbein zieht hoch. Du kannst weiterhin gegen vorne schauen oder auch auf die Seite. Ein bisschen einfacher gegen vorne schauen.
Schau, dass auch hier der linke Sitzbeinhöcker schön geerdet bleibt. So also dort Druck in den Stuhl oder dort, wo du sitzt. Und von hier dann wechseln, kannst du direkt die linke Hand zu der Aussenseite vom rechten Bein bringen. Hier auch nochmal richtig gut heben. Rechte Hand zieht auf die linke Seite rüber und auch wieder schauen, nicht das Feet gegen vorne fallen, sondern die Seite hier öffnen. Du kannst vorne schauen oder seitwärts. Dann nochmal tief atmen, richtig fest mit dem rechten Sitzbeinhöcker in den Stuhl reinpressen oder ins Sofa reinpressen. Und dann nochmal richtig schön Platz schaffen zwischen den verschiedenen Rippenbögen. Und ausatmen, langsam wieder zurückkommen. Und von da atmen, ganz tief durch die Nase einatmen. Und tief ausatmen. Und noch einmal, das mal durch, wie ich das vorher schon gemacht habe, die Schultern aufziehen zu den Ohren. Ganz fest zusammenziehen, aufziehen, aufziehen, aufziehen. Und mit der Ausatmung lösen. Und wir machen jetzt noch ein letztes Mal einatmen, Schultern aufziehen, fest, 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 fest. Und ausatmen, lösen. Und dann wünsche ich dir einen wunderbaren restlichen Tag. Jetzt hoffentlich mit ein bisschen mehr Bewegung, mit ein bisschen mehr Platz in deinem Nackenbereich. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir.